Hallo, mein Name ist Nadine und ich begrüße dich ganz herzlich zum Bikini-Workout. Wir kümmern uns auf dieser DVD um unsere Problemzonen, den Bauch, die Beine, den Po und arbeiten gemeinsam an unserer perfekten Strandfigur. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir legen los mit dem Warm-up. Okay, Marsch auf rechts, nimm die Füße schön hoch, Arme locker dazu, atme tief ein . Roll ordentlich die Füße ab. Gut, wir öffnen die Beine. Weiterlaufen. Komm, hoch die Beine. 4 noch. 3, 2. Beine schließen. 4, 3, 2 und öffnen. 4, 3, 2, schließe. Noch 4, 3, 2, öffnen. 4, 3, 2, komm. 4, 3, 2, wieder öffnen. 4, 3, 2, schließe. 4, 3, 2, öffnen. Immer noch auf 4, komm. 4, 3, 2, öffnen. 4, 3, 2, schließe. Öffnen. Wir verkürzen auf 2. Öffnen. Schließe. Öffnen. Schließe. Öffnen. Ja, schließe. Füße schön hoch. Schließe. Bring deinen Puls langsam nach oben. Komm, nochmal. Öffnen. Letzte Mal. Im Wechsel zu und auf. Komm, schließe. Öffne. Schließe. Öffnen. 4 noch. 3, 2 mehr. Wir bleiben geöffnet. Öffne. Immer noch die Füße schön hoch. Dann zieh die Knie hoch. Marschieren. 4 noch. 3, 2 noch. Side to side. Hopp. Schulter nach hinten, Bauch fest. Nehmen die Arme dazu. Vor. Auf 4 noch 4, 3, 2 noch. Wir drehen uns ein wenig zur Seite. Ha. Vier, drei, zwei. Nimm den Arm schräg nach oben. Ha. Lang strecken. Bleib in Bewegung. Spann den Bauch an. Werden größer. Machen große Kreise. Noch 4, 3, 2, wieder nur schräg nach oben. Hopp, hopp. Spannung in die Arme, Spannung in die Beine. Komm, noch 4, 3, 2 noch. Wir gehen wieder zur Seite. Hopp. Dreh dich. 4 mehr. 3, 2 noch. Arme nach vorne. Vorne.
Noch vier. Drei. Und noch. Ohne Arme. Schultern zurück. Noch vier. Drei. Zwei noch. Nimm die Füße hoch. Hopp. Hopp. Richtung Popo. Beine bleiben weit geöffnet. Schultern hinten. Brust raus. Bauch rein. Zwei auf einer Seite. Hopp. Hier mal mehr. Drei. Zwei noch. Wir gehen auf vier Stück. Vier. Drei. Zwei. Wechsel. Komm. Vier. Drei. Zwei. Wechsel. Vier. Drei. Zwei. Wechsel. Wieder zwei. Double. Viermal mehr. Drei. Zwei noch. Finger rechts und links. Hopp. Hoch die Füße. Tief durchatmen. Schultern bleiben hinten. Wir nehmen unsere Arme dazu. Bizeps. Spann die Oberarme an. Arme bleiben eng am Körper. Füße gehen immer noch hoch. Vier. Drei. Zwei. Double. Arme. Noch vier. Drei. Zwei. Wir gehen wieder auf vier. Hier bleibt. Die letzten vier noch. Drei. Zwei mehr. Singlearme, Bizeps, Curl. Hier. Eng am Körper. Auch hier mehr vier. Drei. Zwei noch. Füße bleiben unten. Große Schritte. Große Schritte machen. Ja, Füße gehen zueinander. Gut, wir gehen so leicht schräg nach vorne. Leicht schräg vor. Mach immer noch große Schritte. Spann den Bauch an. Das hintere Knie geht hoch. Komm hoch. Dreimal das Knie. Eins, zwei, drei. Und hopp. 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 Komm, zieh hoch. Nochmal. Zwei mehr. Letzter. Marsch auf links. Links. Der Touch. Große Schritte. Große Schritte machen. Füße zueinander bringen. Arme dazu. Vier noch. Drei. Zwei. Auch hier gehen wir wieder leicht schräg nach vorne. Große Schritte beibehalten. Spannung in die Arme. Spannung in den Bauch. Komm. Das hintere Knie geht hoch.
Hoch. Hoch. Zwei noch. Wir erhöhen auf drei Knie. Drei, zwei, eins. Hopp, hopp. Hoch die Knie. Spannung. Komm. Nicht nachlassen. Hier machen wir noch. Komm, hoch. Drei mehr. Zwei noch. Letzter. Marsch. Rechts. Rechter Fuß. Öffne nochmal die Beine. Füße hoch. Wieder schließen. Vier, drei, zwei. Aufgepasst. Tap, tap, tap. Nimm die Arme dazu. Ha, ha. In meine Richtung boxen. Zack, zack, zack. Spannung. Arme. Acht mehr. Sieben. Sechs. Fünf. Vier noch. Drei. Zwei. Das Ganze nach hinten. Höp. 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 Großer Schritt. Tap. Nimm die Arme. Höp. Die letzten acht, sieben, sechs, fünf, vier noch, drei, zwei, und nochmal marschieren. Marschiere. Wir nehmen die Knie hoch im Wechsel. Zack, 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 zack. So, Ellbogen geht dazu. Gegenüber liegt. Spann den Bauch an. Hoch die Knie. Hopp. Vier noch. Drei. Zwei noch. Aufgepasst. Kleine Schritte. Schnelle, 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 schnelle. Komm, durchhalten. Vier noch. Drei. Zwei. Knie gehen wieder hoch. Hopp. Hopp. Noch vier. Drei. Zwei. Vorne tap. 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 Die letzten vier, drei, zwei, locker marschieren, locker, atme einmal, tief ein und aus, tief ein und aus, letztes Mal, aus, locker, trink einen Schluck, dann starten wir mit den Übungen im Stehen. Okay, wir starten mit Teil Nummer 1. Stell dich hüftbreit hin. Fußspitzen nach vorne. Wir gehen schön langsam. Ganz langsam tief. Und hoch. Komm so tief, wie du kannst. Schieb den Popo nach hinten. Von mir aus berührt der Popo auch den Boden. Komm, tief. Und ab. Je tiefer du gehst, desto mehr für dein Po. Schau nur, dass der Popo wirklich nach hinten zieht und nicht die Knie nach vorne schieben. Wenn du nicht so tief kommst, nicht schlimm, geh so weit, wie du kannst. Aber genieße die Bewegung. Geh tief, komm nochmal. Darf auch langsam warm werden in den Oberschenkeln. Ne?
Tschüss. Und hoch. Zweimal noch. Tief. Und hoch. Letztes Mal. Tief. Und hoch. Wir halten auf der Hälfte. Halten. Ja, circa 90 Grad, wenn es geht. Schieb den Popo zurück. Das Gewicht liegt auf den Fersen. Wir bringen die Oberschenkel zum Brennen. Halten. Durchhalten. Komm. Halten, halten, halten. 4, 3, 2. Geh. Tief. Mitte. Tief. Mitte. Komm, tief. Mitte. Tief. Vier Stück noch. Tief. Mitte. Komm, tief. Mitte. Zwei noch. Tief. Hoch. Einer mehr. Komm ganz nach oben. Locker einmal aus. So, das Ganze machen wir mit weit geöffneten Beinen. Füße zeigen nach außen, Knie zeigen nach außen. Auch hier gilt, geh so tief wie du kannst. Spann den Bauch an. Auf geht's. Tschüss. Und langsam hoch. Na, schieb den Popo nach hinten. Und hoch. Die Knie schieben Richtung Fußspitze. Tief. Voilà. Komm. Tief. Hoch. Viermal genießen wir noch. Komm, tief. Langsam. Hoch. Rein auch. Knie Richtung Füße. Geh so tief, wie du kannst. Spür deine Beine, spür dein Popo. Hoch. Ein noch. Komm hoch. Wir halten auch hier in der Mitte. Stell dir vor, du sitzt gemütlich auf einem Stuhl. Alles ist gut. Halten. Halten. Drei, zwei, eins, wir gehen auch hier. Tief. Mitte. Tief. Mitte. Tief. Mitte. Tief. Mitte. Noch vier. Komm. Tief. Mitte. Tief. Zwei noch. Komm, durchhalten. Beine werden warm. Es fängt an zu brennen. Letzter. Lösen. Gut. Die Füße nochmal hüftbreit, kommen so auf halbe Höhe. Schultern hinten. Wir gehen auf die Fußspitzen. Schön langsam. Hoch und tief. Hoch und tief. Roll dich auf. Spann die Waden an. Komm. Hoch und tief. Hoch. Tief. Schultern hinten, Bauch fest. Hoch und tief. Zweimal mehr. Einer noch. Wir halten oben. Komm. Halten. Halten. Vier noch. Drei. Zwei. Absetzen. Kurze. Kurze. Diesmal wieder die Fersen in den Boden drücken. Gehen wir noch ein Stückchen tiefer. Komm, kurze. Kurze. Halt nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei mehr. Und lösen. Locker deine Beine. Trink einen Schluck. Dann geht's weiter. Weiter geht's mit Teil 2. Nimm die Füße weit auseinander.
Hinten stehen wir auf der Fußspitze, beide Füße zeigen nach vorne. Wir gehen wieder schön langsam. 4, 3, 2 und genauso langsam hoch. Go. 4, 3, 2 und hoch. Zieh hinten das Knie Richtung Fußboden. Bleib mit dem Oberkörper gerade. Langsam hoch. Und schief. Und ab. 4 Stück mehr. Komm, langsam. Und hoch. 3 mehr. Schultern hinten, noch 2. Langsam. Und ab. Letztes Mal. Und hoch. Gut, lösen. Wir wechseln. Anderes Bein. Mach dich lang, stell dich hinten wieder auf die Fußspitze. Es geht. Tief. Genießen. Hoch. Genieß die Bewegung. Langsam tief. Und ab. Kopf tief. Und hoch. Tief. Spann den Bauch an. Komm nochmal. Tief. Genießen. 4 Stück machen wir noch. Komm langsam. Tief. Schieb das Knie hinten zum Boden. Komm hoch. Vorderes Knie bleibt über dem Fußgelenk. Tief. Und ab. 2 Mal mehr. Zieh tief. Und hoch. Letztes Mal so langsam. Und ab. Gut. Und einmal auslockern. Gut, wir bringen ein bisschen mehr Dynamik da rein. Beine weit geöffnet. Wir wechseln jetzt rechte, linke Seite. Okay. Schau. Schief. Mitte. Schief. Mitte. Schief. Mitte. Schief. Schau, dass du deine Füße mitdrehst. Außen. Vorne. Außen die Füße. Komm. Tief. Tief. Wir machen noch 8. Da, da, da. 7 mehr. Das Ganze noch 6 Mal. Fünf noch. Mitte, Seite. 4 noch. Komm, schief. Drei mehr. Na, merkst du deinen Po? Merkst du deine Oberschenkel? Gut so, weiter. 2 noch. Letzte Mal. Halt in der Mitte. Ferse hoch und tief. Hoch, aufrollen. Und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Wir haben auch hier noch 4. Tief. 3. 2 noch. Hoch die Fersen. Letztes Mal. Wir halten die Fersen. Oben. Wenn es geht, schieb mal den Popo noch ein bisschen runter. Komm, durchhalten. Es brennt in den Oberschenkeln. Lass die Fersen oben. Halten. Wir schaffen noch. 4. 3. 2 noch. Setz ab. Bleib hier unten. Fersen immer noch tief. Komm. Bleib hier unten. Wenn es geht, setz den Popo noch ein Stückchen tiefer. Komm. Die letzten paar Sekunden. Halte durch.
Wir schaffen das. Die letzten 4, 3, 2, lösen, auslockern. Sehr gut. Gerne einen Schluck zu trinken. Dann geht's weiter mit Teil 3. Gut, für unseren nächsten Teil brauchst du eine Matte oder eine weiche Unterlage, wie einen Teppich oder eine Decke. Ein Handtuch reicht zur Not auch. Wir kommen auf alle Viere. Setzen unsere Hände unter unsere Schultern. Stellen unsere Fußspitzen hinten auf. Schieben uns aus den Schultern nach oben. Ziehen den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Heben unsere Knie ganz leicht vom Boden ab. Lass mal nur halten. Halten. Je näher du mit den Knien am Boden bleibst, desto besser. Spannung in den Schultern, Spannung im Bauch. Halten. Noch 4, 3, 2, lösen. Streck dein rechtes Bein. Kreuze das linke. Wir ziehen. Über die Seite. Zurück. Über die Seite. Zurück. Hinten berührt die Fußspitze immer kurz den Boden. Schau dem Knie entgegen, wenn du es über die Seite Richtung Schulter ziehst. Bauch fest. 8 mehr. 7, 6, 5. 4 noch. 3, 2 noch. Okay, setz ab, stell wieder beide Füße hinten auf. Wir lösen wieder die Knie. Komm, halten. Denk dran, je näher die Knie am Boden sind, desto besser. Desto mehr Muskeln müssen arbeiten, gerade auch im Bauch. Halten. 8 noch. 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 noch. Wir setzen ab, linkes Bein ausstrecken. Wir kreuzen hinten, Fußspitze berührt den Boden und los. Es geht vor, zurück. Schau zum Knie, wenn du es zur Schulter ziehst. Hoch, zurück. Hoch, zurück. Fußspitze kreuzt hinten über dem anderen Fuß und berührt den Boden. Auch hier noch 8, 7, 6, 5. Hier noch 3. Noch 2. Letztes Mal. Stell wieder ab, setz die Fußspitze wieder auf. Wir lösen wieder die Knie. Komm, halte. Halte. Zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Spannung in die Schultern. Gib schöne Arme. Schöne Schultern. Sexy Bauch. Halten. Die letzten 4, 3, 2 noch. Und löse. Wir nehmen die Knie ein bisschen zurück, sodass unser Rücken und unsere Oberschenkel eine Linie bilden. Eine Runde Liegestütze. 4, 3, 2. Wir gehen langsam. Schief. Hoch. Versuch mal, deine Arme eng am Körper zu lassen. Komm, schief. Fingerspitzen zeigen nach vorne. Bauch fest. Komm.
4 Stück noch. Tief. 3 noch. Noch 2. Einer mehr. Unten halten. 4, 3, 2. Einmal hoch. Letzte Mal unten halten. 4, 3, 2. Sehr gut. Und lösen. Locker deine Arme aus. Sehr tapfer. Gut, wir trinken wieder was. Dann geht's weiter mit Teil 4. Für uns geht's weiter auf der Matte. Starten da, wo wir in der letzten Runde aufgehört haben. Oberschenkel, Oberkörper bilden eine Linie. Wir kommen. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Zieh deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule. 4 noch. 3, 2 noch. Letzte Mal. Bleib oben. Wenn du kannst, stell Füße hinten auf. Löse die Knie und halte. Nur halten. 4 mehr. 3, 2 noch. Setz die Knie wieder ab. Wir starten mit der anderen Hand. Es geht tief, tief, hoch, hoch. Komm. Tief, tief, hoch, hoch. Spann den Bauch an, spann den Po an. Versuch den Popo unten zu lassen. In einer Linie mit dem Oberkörper und den Oberschenkeln. Tief. Hoch. 4 mal mehr. 3 noch. 2 mehr. Letztes Mal. Wir bleiben wieder oben. Wenn du kannst, setz die Füße auf, löst die Knie. Wenn das zu schwer ist, lass die Knie einfach unten halten. Nur halten. Lange Linie, Oberkörper, Po und Beine. Noch 8, 7, 6, 5, 4 noch. 3, 2 noch. Okay, setz die Knie ab. Hol die Knie näher ran, unter deine Hüftgelenke. Wir heben. Diagonal Arm und Bein. Absetzen. Andere Seite. Streck dich lang. Spann den Po an beim Strecken. Komm, lang ziehen. Wir tun was für unseren Rücken. Ohne kräftigen Rücken keinen schönen Bauch. Vier noch. 2. Eine Seite. Halte. Das Bein. Schief, hoch. Streck den Fuß oder beziehungsweise zieh den Fuß ran. Streck die Ferse weg. Lass den Arm weit oben. Spann den Popo an. Streck das Kniegelenk. Schief, hoch. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Komm, Blick Richtung Matte. Schief, hoch. Schief. Noch 8, 7, 6. 5, noch 4, 3, 2, wir lösen, andere Seite, ausstrecken, langer Arm, langes Bein, das Bein geht schief, hoch, mach dich immer noch lang, zieh die Fußspitze ran,
Schieb die Ferse nach hinten oben. Spann den Popo an. Spann den Bauch an. Hopp. Wir haben noch 8 mehr. 7. 6. 5. 4 noch. 3. 2. Halten. Absetzen. Wir stellen nochmal beide Füße hinauf. Versuch nochmal zu halten. Du hast die Möglichkeit, die Knie abzusetzen. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 noch und lösen. Sehr gut. Locker deine Arme aus. Das gibt sexy Schultern. Lösen. Gut, wir trinken was. Und dann geht's weiter mit Teil 5. Es geht weiter mit Teil 5. Wir legen uns auf die Seite. Leg deinen Kopf ab auf dem unteren Arm. Winkel beide Beine 90 Grad an. Löse das obere Bein. Knie bleibt hier unten. Es geht. Der Unterschenkel. Und tief. Hoch. Ja, rotier aus deiner Hüfte. Ein. Und auf. Knie bleiben nah beieinander und übereinander. Der Fuß geht hoch. Und tief. Für den Popo. Tief. Hoch. Tief. Noch 8. 7. 6, 5, 4 noch, 3, 2 mehr, letzter, wir halten oben, oben halten, Knie zeigt deutlich nach unten, schieb hoch, Knie wieder tief, hoch. Und tief. Komm hoch. Und tief. Hopp. Schieb die Fußsohle schräg nach oben. Das Knie schräg wieder nach unten. Ah, es wird warm im Po. Komm, schieb. Stück noch. Zähne zusammenbeißen. Hoch. Noch 2. Letzter. Yes, sehr gut. Einmal ablegen. Streichel dein Popo ein bisschen. Gut, streck beide Beine aus. Zieh die Fußspitzen ran. Die Beine gehen. Hoch, tief. Hoch. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4 noch. 3, 2, einmal oben halten. 4, 3, 2 und lösen. Einmal locker lassen. Sehr gut. Wir wechseln die Seite. Einmal auf die andere Seite. Auch hier die Beine 90 Grad angewinkelt, den Kopf gemütlich abgelegt. Stütze dich gerne mit der anderen Hand vorne ab. Löse das obere Bein. Knie bleiben zusammen. Ja? Langsam hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief.
Ah, die andere Seite beruhigt sich langsam. Hoch. Und zieh. Hopp. Machen noch 8 Stück. Zieh. Genießen. Langsam wird es auch in der zweiten Pobacke warm. Tief. Hoch. Und tief. 4 Stück haben wir noch. Komm. Hoch. Und tief. Die letzten 2. Einer noch. Oben halten. Kniezeichen nach unten. Es geht wieder langsam mit dem Fuß. Hoch. Tief das Knie. Hoch. Tief. Ah, das Knie gibt hier unten die Richtung an. Schieb Richtung anderes Knie. Hoch. Tief. Hopp. Acht Stück mehr. Komm. Hoch. Tief. Beiß die Zähne zusammen. Halten wir aus. Komm, hoch. Tief. Hoch. Die letzten 4. 3 noch. 2 mehr. Allerletzter, komm. Sehr schön. Ablegen. Auslockern. Streicheln. Beine noch. Hier ausstrecken. Beide Fußspitzen ranziehen. Es geht. Hoch, tief. Hoch und tief. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4. 3, 2 und wir halten oben die letzten 4, 3 noch, 2 und geschafft. Ablegen, anwinkeln, durchatmen. Wenn du magst, trink noch mal einen Schluck. Danach geht's weiter mit Teil 6. Weiter geht's mit unserem 6. Teil. Wir legen uns auf den Rücken, stellen beide Fersen auf, ziehen die Fußspitzen ran, spann unseren Bauch an, drück deinen Rücken nach unten, bring Schambein und Brustbein nah zueinander, Bauch angespannt, halte. Arme neben den Körper, zwischen Kinn und Brust bleibt eine Faust platt. Wir starten hier mit kleinen, kurzen Bewegungen. Kleine. Der Bauch bleibt angespannt. So, kurze, kurze. 8 mehr. 7, 6, 5, 4 noch. 3, 2. Halte. Nimm die Hände an den Kopf. Nimm die Beine 90 Grad nach oben. Wir strecken ein Bein aus. Beim Ranziehen geht der Popo hoch. Ausstrecken. Popo ran. Ausstrecken. Ohne Schwung, mit Kraft. Strecken. Zwischen Kinn und Brust haben wir immer noch eine Faust platt. Die Arme sind weit geöffnet. 4 noch. 3. Noch 2. Einer mehr. Und natürlich andere Seite. Tief. Ra. Tief. Schau, dass den Popo ein kleines bisschen wenigstens von der Matte kriegt. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch.
Die letzten 4, 3. Zwei noch. Letzter. Komm. Kurz ablegen. Einmal den Bauch entspannen. Atme tief in den Bauch ein. Wieder aus. Okay, weiter geht's. Bring den Rücken wieder fest auf die Matte. Schambein, Brustbein nah zueinander. Hände an den Kopf. Ein Bein hoch. Wir gehen mit dem Oberkörper schräg zum Bein. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Denk auch wieder dran, spann den Bauch an, lass ihn nicht locker. Locker lassen wir erst in der Pause. Spannung halten. Komm, hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Vier noch. 3. 2 noch. 1. Und wir halten einmal hier auf dieser Seite oben. 4, 3, 2 noch. Und wechseln. Anderes Bein. Langsam auch hier Richtung Knie. Auf geht's. Komm, hoch. Und schief. Hoch. Und schief. Hoch. Schief. Hoch. Spann den Bauch an. Komm. Durchhalten. Nicht locker lassen. Hoch. Schief. Vier Stück noch. Komm. Hoch. Und schief. Noch 3. Noch 2. Die letzte. Einer noch. Wir halten oben. 4, 3, 2 und lösen. Licht ab. Atme tief durch. Gut, Endspurt hier. Beide Beine 90 Grad. Die Hände von vorne an die Oberschenkel. Lass den Kopf und die Schultern ruhig liegen. Drück deinen Rücken fest in die Matte. Zieh den Bauchnabel ein. Nur die Hände gegen die Beine drücken. Wir halten nur 8 Zeiten. 7, Rücken runter, 6, Bauch fest, 5, atme nicht vergessen, die letzten 4, noch 3, noch 2 und lösen. Sehr gut, entspann deinen Bauch, atme tief durch, trink nochmal was und dann geht's weiter mit Teil 7. Und los geht's mit unserem 7. Teil. Setz dich gerade hin. Stell deine Füße auf, zieh die Fußspitzen ran, die Arme nach vorne. Wir rollen uns langsam nach unten ab. 4, 3, 2 und hoch. Oben gerade hinsetzen. 4, 3, 2 und hoch. Versuch die Füße am Boden zu lassen. Schief. Und hoch. Wenn es so gar nicht geht, nimm dir ein Bein. Lass dich langsam ab. Und schieb das Bein wieder nach oben. Ja, einfach festhalten. Und hoch. So, schieb. Und ab. Wir machen noch 4 Mal. Oben gerade hinsetzen. 3 noch. 2 mehr. 1 noch. Hoch. Komm.
Und geh immer mit dem Oberkörper einen Tacken weiter nach hinten. So weit, wie du es halten kannst vom Bauch her. Dreh den Rumpf ein. Schieb die Brust raus, auch wenn die Arme hier vorne zusammen sind. Spann den Bauch an. Ne? Wenn es zu schwierig wird für den Rücken, komm weiter nach oben. Such dir deine Position, die du halten kannst. Auch hier noch 8, 7, 6. Langer gerader Rücken. Die letzten 4, 3, 2. Okay, wir kommen langsam tief. Leg nicht ganz ab. Zieh die Füße ein bisschen näher ran. Nimm die Hände an den Kopf. Es geht. Auf 2. Und tief. Streck dich Richtung Fußspitzen. Du musst die Füße nicht berühren. Nur die Richtung. Erklärtes Ziel. Hoch. Und tief. Komm hoch. Und tief. Hoch. Und da. Wir machen auch hier noch 8. Mach dich lang nach oben. So hoch wie du kannst. 6, 5. Noch 4, 3. 2 noch. Letztes Mal. Halten, Arme lösen. Halte auch wieder hier. Spannung in den Bauch. Wir kommen wieder nach oben. Komm, 4, 3, 2 und tief. Denk wieder dran, halte ich gerne an einem Bein fest. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. 2 noch. Und ab. Letzter. Komm tief. Und einmal hoch. Gerade hinsetzen. Okay, komm tief. Streck dich hier oben. Dreh dich zur Seite. Strecken. Seite. Langer Rücken. Auch hier Oberkörper nach hinten geneigt. So weit, wie du es halten kannst vom Bauch. Kopf. Schieb. Hoch. Die letzten 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2. Sehr gut. Wir kommen langsam tief. Ich ab, Fersen wieder ein bisschen näher ran, höchste Stelle, halten, halten. Gut, wir nehmen die Beine 90 Grad nach oben, nehmen die Hände an den Kopf, stützen, ziehen beide Knie langsam ran und weg. Komm, Endspurt, ran, letzte Übung, komm, ran und weg. Je langsamer du das machst, desto besser. Hol die Kraft aus deinem Bauch. Lächeln nicht vergessen, komm. Die allerletzten 8, 7, 6, 5. Wie haben wir noch, komm. 3 noch. Die letzten 2. Jetzt da, komm. Jetzt. Ablegen. Strecken. Atme tief in den Bauch ein und aus. Entspannen. Sehr gut gemacht. Trink einen Schluck. Und dann entspannen wir uns noch ein wenig. Entspannen und dehnen wir uns ein wenig. Leg dich ganz entspannt
auf deine Matte, auf den Boden. Nimm die Arme mal lang hinter deinen Kopf. Räkel dich und streck dich ein bisschen, mach dich lang. Wechsel die Seiten. Atme tief durch die Nase bis in den Bauch ein und wieder aus. Halte in der Mitte, lege deinen linken Arm neben deinem Körper ab, der rechte bleibt lang hinterm Kopf ausgestreckt. Wandere mit den gestreckten Beinen rüber zur linken Seite, sodass du deutlich deine rechte Seite auseinanderziehst. Atme tief in die Seite ein und aus. Versuch dich mit jedem Einatmen noch ein bisschen länger zu machen. Loszulassen, dich zu entspannen. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Wandere dann zuerst mit deinen Beinen zurück zur Mitte. Wechsle deine Arme, der linke Arm geht hinter den Kopf, der rechte neben den Oberkörper. Beide Beine gehen rüber zur rechten Seite, strecken deutlich die linke Seite. Atme auch hier tief ein und aus. Und versuche auch hier nochmal, dich mit jedem Einatmen noch ein Stückchen länger zu ziehen. Gleichzeitig locker zu lassen und zu entspannen. Auch hier noch einen tiefen Atemzug. Komme dann zunächst langsam mit deinen Beinen zurück zur Mitte. Breite beide Arme seitlich vom Körper aus. Stell die Füße auf. Lasse die Beine nach außen sinken. Sinke mit jedem Ausatmen tiefer in deine Matte, in den Boden. Alle Spannung von dir, von deinem Körper ab. Hier noch einen tiefen Atemzug. Schließe dann langsam die Beine. Lege deinen rechten Fuß aufs linke Knie. Greife in der Mitte durch die Beine durch. Und zieh das linke Bein zum Körper ran. Lass das linke Bein locker hängen. Spür eine Dehnung in deiner rechten Pobacke. Atme weiter tief und gleichmäßig ein und wieder aus. Dann einmal, wir wechseln die Seite. Linker Fuß aufs rechte Knie. Rechtes Bein ranziehen. Spüre die Dehnung in deiner linken Pobacke. Atme immer noch tief ein und aus.
hier einen letzten tiefen Atemzug. Löse. Lasse beide Beine locker über deinem Bauch hängen. Nimm deine Hände oben auf deine Knie und lasse die Beine ganz locker und entspannt entgegengesetzt kreisen. Einmal andersherum. Mal. Mach dich einmal ganz klein, schaukel ein bisschen hin und her. Komm dann langsam zur Mitte, setze beide Füße auf, roll dich über die Seite. Komm nach oben in den Sitz, strecke beide Beine nach vorne auf und verneig dich einmal nach vorne. Lass dich locker hängen, Schultern, Kopf, alles locker. Es kommt nicht darauf an, wie weit du mit den Händen nach vorne kommst, nur dass du locker bist. Auch hier nochmal tief weiteratmen. Dich mit deinem nächsten Einatmen da nach oben auf. Sich bequem hin. Gut, wir atmen nochmal ein und wieder aus. Tief ein und aus. Letztes Mal ein und aus. Schultern kreisen. Letztes Mal und lösen. Das war unser Bikini-Workout. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.